Diese bewegenden Szenen stammen aus dem Film Jeder muss sterben. Produziert wurde der Film von ihm, Simon Marian Hoffmann, ein echtes Multitalent. Der 17-jährige Adelberger produziert Filme, führt selbst Regie und spielt meistens auch noch die Hauptrolle. Und das macht er richtig gut. Mit seinen Projekten hat er schon viele Preise gewonnen, unter anderem den ersten Platz beim Deutschen Videopreis 2013. Der Film, mit dem ihm das gelang, heißt Jeder muss sterben. Produziert wurde der schon vor 3 Jahren, da war Simon gerade einmal 14 Jahre alt. In dem Film verarbeitet er eine ganz persönliche Geschichte. Die Idee kam daher, dass mein Patenonkel Anfang 2011 an Krebs erkrankt ist und mich das in der Zeit sehr, sehr mitgenommen hat. Also ich habe mich sehr beschäftigt und ich habe dann recherchiert über Krebs und habe dann die ganze Zeit überlegt, wie das jetzt wäre, wenn ich jetzt in meinem Alter damit wenn mir nie das passieren würde. Und dann über den Tod nachgedacht und wie das halt so kommt. Das war so das erste Mal die Auseinandersetzung mit dem Tod und dachte ich irgendwie, ich würde da gerne das irgendwie verarbeiten. Habe dann halt geschrieben und dann gab es so verschiedene Situationen, wo mir dann die anderen Charaktere eingefallen sind. Diese Charaktere sind eine 40-jährige Mutter, die an Brustkrebs leidet, und ein verbitterter alter Mann. Zusammen mit dem todkranken Samuel liegen sie in einem Krankenhauszimmer und sind ständig mit dem Tod konfrontiert. Durch tiefgründige Gespräche unter den Patienten flammt aber bald wieder Lebensfreude auf. Vor allem dieses Gefühl will Simon dem Zuschauer weitergeben. Die Botschaft des Films ist so wirklich Hoffnung zu bringen. Das heißt, zu sagen, auch wenn es wirklich, wenn es einem schlecht geht und so, dass man es trotzdem schafft, das Leben noch nicht aufzugeben und trotzdem zu sagen, ja, es lohnt sich ans Leben zu glauben, es lohnt sich zu kämpfen. Der Film heißt ja auch, jeder muss sterben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung hat Simon auch bei der Suche nach einem geeigneten Vertriebspartner nicht aufgegeben. So ist es dem Waldorfschüler jetzt gelungen, den Film auf DVD herauszubringen und professionell vertreiben zu lassen. Damit will er vor allem erreichen, den Film und deren Botschaft möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Auch ein Teil der Produktionskosten soll dadurch gedeckt werden. Vom Catering über die Maske bis hin zum Equipment ist nämlich alles von dem 17-Jährigen selbst organisiert. Für einen Kran geht dann schon mal das ganze Konfirmationsgeld drauf. Doch für seine Projekte investiert Simon gerne. Das Filmemachen ist zu seiner großen Leidenschaft geworden. Beim Dreh ist er ganz in seinem Element. Wie ein Profi erklärt er den Beteiligten, auf was es ankommt. Da gehe ich stark vom Gefühl aus, ob das jetzt stimmig war, als wir gespielt haben, so Gemeinschaft gespielt. Und dann schaue ich mir das nochmal an und denke, ja, okay, das passt und das passt nicht, machen wir nochmal. Ja, also es ist schon schwierig, aber es macht halt unglaublich viel Spaß, weil halt dann, wenn man an so viele Sachen denken muss und man merkt aber trotzdem, es funktioniert und dann kommt es zusammen, alles am Ende. Wer jetzt interessiert ist und wissen will, wie der Film aussieht, die DVD Jeder muss sterben kann bei Amazon bestellt werden. Dort wird es in Zukunft hoffentlich noch viele weitere schöne Filme von Simon zu kaufen geben. Sein Traum ist es nämlich, diese Leidenschaft noch so lange wie möglich weiter zu verfolgen. Dafür wünschen wir von der Festivalwelle Simon alles Gute. Das nötige Talent bringt er auf alle Fälle mit.